Hallo, da ist der Gusor wieder mit einem hoffentlich guten Angriff, der hoffentlich ganz gut klappt hier. Nein, du komm! Oh, richtig schlimm, Alter. Richtig schlimm. Hier, ich muss mich mit dem King auf jeden Fall um das Rathaus kümmern, dass ich da noch eventuell was klar machen kann. Und der King darf hier meine Queen nicht killen. Er kommt. Ja, genau. Dann hol dir da mal schön den Loot. Queen, du renn mal bitte andersrum mal lang hier, oder? Ich hätte das eigentlich gerne andersrum. Ja, das lief nicht so ganz so, wie ich das haben wollte. Ja, dann wird die Queen definitiv nicht mehr rumlaufen. Dann muss ich da selber für sorgen, dass ich den Loot hier noch mitnehme. Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich gut gewesen, dass ich jetzt noch relativ viel Barge so hatte. Dass ich das hier noch schön mitnehmen konnte. Sonst wäre das hier richtig daneben gegangen. Weil, wenn ich Glück habe, rennst du noch außen rum. Okay, in die Richtung sogar noch außen rum. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte dann eher mit der anderen Seite gerechnet. Aber gut, okay. Du machst das schon, Queenie. Du machst das schon. Manchmal fragt man sich echt, hat sie ein Brett vorm Kopf? Aber egal. Läuft Magierturm, dann Bogiturm, dann eventuell noch Bora. Weil dann ist ja wieder die Möglichkeit halt da, relativ easy an eine Sache ranzukommen. Genau. Da wird noch der Minenwerfer gekillt und sollte sie eigentlich nicht reingehen. Genau, läuft. Und ich spare wieder Kohle. Erstens, klar, ich brauche kein Rage. Zweitens, ich brauche halt nicht mehr Mauerbrecher. Das ist auch ziemlich nice. Jo, passt. Den Rage kann ich mir auch noch sparen hier. Super. Ich habe ihn bloß schon mal angewählt, dass ich eventuell halt reagieren könnte. Ah, sehr gut. Wenn sie sich hier noch durcharbeitet hier und dann. Aha, da wäre the place to be. Aber bis dahin kommt sie nicht mehr. Da haben wir nur noch eine Minute Zeit und hier ist halt einfach definitiv noch zu viel zu tun. Allerdings könnte ich mit Mauerbrechern gegenrennen. Gegen die Mauer und gucken, was halt noch mit der Mine passiert. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Perlen vor die Säue. Dann macht man da ein bisschen was Schaden, sagt sich, juhu, ich habe irgendwie 20.000 bekommen und habe dann aber irgendwie fast noch mehr an Alex ausgegeben. Das ist es mir dann auch nicht wert. So, hier haben wir den Minenwerfer noch, den Minenwerfer, den Bogiturm. Hier haben wir noch den Sammler. Und dann, ja, okay, hier Goldlager ist jetzt nicht mehr wirklich was. Was man holen könnte. Passt. Ging noch. Jo, wir haben nur noch, ja, 260, 269.000. Dann noch der kleine Bonus dazu. Läuft. Ganz nett. Passt auf jeden Fall. So, da bin ich wieder. Und den werde ich angreifen. Hier haben wir 380k. Und hier haben wir zwei Goldlager, die richtig, richtig gut zu erreichen sind. Ich hatte 8, oder? Ja, ich hoffe, ich hatte 8. So, gucken wir mal. Hier natürlich ein richtig guter Bogiturm. 11 müsste es sein, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und die muss einfach reingehen. Gucken wir mal gleich, was wir im C, nee, nicht im CW, sondern im CB-Bereich haben. Luftabwehren stehen auch mega nice. Also das sollte ganz, ganz gut passen hier. Gucken wir mal. Clearen wir nochmal ein bisschen den Rand. Dass sie halt wirklich nicht auf die Idee kommt, hier draußen rumzurennen. Jo, läuft. Passt. Die ersten 70k, glaube ich, sind es jetzt weg. Nett. Ja, super. Hier, guck mal. Dreier Expo, einer. Und halt Flächenschaden, der halt gar nicht interessiert. Und dann passt das. So, hier gehen wir schon mal rauf. Dann gehen wir da rauf. Und dann müsste gleich die Mitte ganz genau.
Zack, genau richtig. Da habe ich halt die Möglichkeiten offen. Oh, jetzt sehe ich gerade, werden meine Heiler gehittet. Gehen wir da noch von dort noch. Ah, obwohl da, das war ein Fehler. Da wird von dem Bogiturm. Kriege ich da eine rauf? Mal gucken. Queen auf jeden Fall jetzt in Rage reinknallen hier. Und ja, passt leider nicht, aber egal. Ich überlege gerade, kann ich noch irgendwo was reißen? Nee. Schade, dass der Rage noch. Aber wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir können hier noch. Gucken wir noch mal, was hier noch. Lohnt sich das? Jetzt schön der Heiler noch. Einmal rum. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, die anderen Truppen dafür noch rauszuhauen. Hier, dass ich noch. Nee, das ist zu hart. Das ist zu hart. 150, okay. Noch etwas über 100.000. Nebenbei stehe ich natürlich richtig gut da und habe gleich auch genügend D-Alex, um die Queen zu upgraden. Danke für den Heiler, Lampu. Nice Nummer auf jeden Fall. So, ich glaube, da sind wir dem Ende relativ nah. Beziehungsweise vielleicht auch dem gegnerischen Ende, weil hier hat der echt ordentlich Loot. Ich guck gerade mal, hier hat er drei Minen. Ich glaube, das ist das Beste, weil er halt wirklich relativ viel in den Minen selber drin hat. Und da nehmen wir den mal da auseinander, wo es ihm halt wirklich weh tut. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier am besten reißen. Jo, das sieht gut aus. Da geht einiges flöten. Zack. Schön noch ein King hier gedroppelt. Hauen wir nochmal einen Heiler zumindest rein, dass er zumindest ein bisschen was abhält. So, und jetzt könnten wir gucken, dass wir oben eventuell, genau, dass wir oben noch ein bisschen mehr reißen dann. Aber das kann ich dann später mit den, ja, mit den Clearing-Truppen sozusagen durchlaufen. Alter, das war richtig knapp wieder mal. Also mega nice hier. Also wirklich fighttechnisch allererste Sahne, würde ich sagen. Da war hier richtig was los. 51 Bogies habe ich noch. Und dann hier noch. Könnte was werden. Ich kann ja wirklich jetzt meine Rage-Spells definitiv aufbrauchen. Ah, immerhin ein bisschen was. Ah. Nee, ich gehe hier lang. Ich gehe hier lang. So, aber nebenbei gucke ich trotzdem noch mal, ob die Queen noch möglichst lange hält. Komm, ja, geil. Queen geht nicht down. Und dann, jetzt kann ich dort eh nichts mehr machen. Dann probiere ich jetzt hier schön großflächig mit meinem restlichen Zeug ordentlich zu rasieren. Dass ich hier oben halt auch noch ein bisschen was ranbekomme. Und unten natürlich wäre cool, wenn hier noch der ein oder andere Loot in meine Tasche übergeht. Ja, okay, Queen ist down und dann gehen die Heiler hoch. Komm. Ja, das war's. Aber immerhin, doch, doch ist doch in Ordnung. Ist doch ganz okay. Klar hätte man noch mehr holen können, aber wir haben die 6 Millionen erreicht. Das heißt, das, was ich halt haben wollte, ist auf jeden Fall erreicht. Und jetzt seht ihr das, auf was ich die ganze Zeit jetzt hingespart habe, wofür ich jetzt meine 200 Gems ausgegeben habe. So, gucken wir mal, hier können wir nochmal. Nee, Blödsinn. Queen ist ja Quatsch. Schnell die ganzen Heiler raus. Und dann werde ich auf Barge wieder umstellen und dann passt das. Und dann komplett da raus. Gut, läuft. So, jetzt haben wir hier einfach mal richtig nice schön die Lager ordentlich voll
Und wir produzieren. Nee, nicht das. Das wollen wir nicht. Wir hauen jetzt einfach mal zwei Expos raus. Erster. Und zweiter. Einfach mal zwei Expos gegönnt. Und ihr seid ja hier nicht bei irgendjemandem, sondern ihr seid beim Gusua. Deswegen wird natürlich auch die Queen geupt. Und schon haben wir wieder alle Bauarbeiter im Arbeitsmodus drinne. Das läuft doch schön wieder das ganze Gold weg. Elixier weiß ich noch gar nicht, wofür ich es jetzt. Na doch, ich denke mal, Armeelager müsste ich noch hochknallen. Und dann sehen wir das aber bei den nächsten Malen. Wie gesagt, jetzt kam natürlich wirklich wieder mega, mega, mega viel mit dem zweiten Countdown. Da muss es natürlich eben auch weitergehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Wäre eine coole Nummer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Bis dann.